Ich wollte gar nicht ausmachen, Verzeihung. Oh, ich hab's mir angemacht. Mein Daumen ist unkontrollierbar. Erst aus Versehen aus und dann aus Versehen angemacht. Uns fehlen noch 10 Sterne. Willst du die jetzt alle in one sitting holen? Dass wir heute eine reine Mario-Session machen. Voraussichtlich, meinst du? Boah, das kann, ich könnte sagen, ja. Das kann ein bisschen passieren. Willkommen zurück beim Super Mario 64. Kann er denn auch aufnehmen, während ich noch das alte Video speichere? Kann der. Kano, ich bin der Hund von Jupp Heynckes. Wow, wow. Der heißt Kano? Kando. Kando Larissian. Das verstehen auch nur 5,5 Menschen. Nein, das verstehen alle. Cruiser Crossing the Rainbow. Da ist sie. Die sagenumwobene Stadt in den Wolken von Kando Larissian. Larissian. Was hab ich gesagt? Larissian. Quatsch. Ich hol gleich mal die 100 Münzen als erstes, okay? Ach nein, das ist ja die Scheiße! Ach, das habe ich vergessen, dass der Teppich verschwindet, wenn man zu lange nicht auf ihm steht. Relativ blind, wo ich gerade hingekommen bin. Du bist genau in der Mitte der Brücke gelandet. Das wäre mir nicht so gut gelungen, wenn ich es geplant hätte. Und in den letzten beiden Welten dieselbe Musik und keine neue. Das ist auch irgendwie ganz schwach. Das ist dieselbe Musik wie eben? Ja. Dass dir solche Sachen auffallen, solche Details. Schon beeindruckend. Also hier hatte ich definitiv nicht den 100 Münzen Stern. Ich habe schon 8. Was für ein beschissenes Level das war. Bin gespannt, ob das wirklich so beschissen ist, wie ich es in der Erinnerung habe. Meine Aufgabe lautet Cruiser Crossing the Rainbow. Es gibt doch hier zwei, war das am Anfang, wo du links oder rechts gehen kannst? Nee. Es gibt hier irgendwie zwei Richtungen. Gott, das ist schnell. Das treibt mich nicht nach außen. Das ist gleich wieder da, weil die Typen fallen immer gleich in den Abgrund. Na, wenn ich mich trifft, bin ich gestunt und die Welt ist runter. Mario-Matsche in mir klebt. Hier ist doch wohl der Münzenstern. Ja, hol dir den noch. Warum nicht, ne? Also in diesem Maze. Das ist wahrscheinlich so schwer. Ist hier nicht auch so ein Haus? Ein Haus? In das man reinfliegt? Weiß ich nicht. Ein Haus in den Wolken, oder? Das weiß ich wirklich nicht. Mach doch den Wandsprung da nichts. Kahulu! Was für ein Wandsprung eigentlich? Hier da, oder? Nee, das meine ich nicht. Wo meinten? Hier da, wo jetzt die rote Münze liegt. Achso, ich hätte abkürzen sollen. Ja. Da musst du rutschen und dann waschen. Das ist jetzt sozusagen Test Your Sprung Skills hier. Kannst du mal zeigen, wie du das Moveset beherrschst. Den wollte ich zuerst machen. Boah, ich habe gerade das Gefühl, dass das Ding gewackelt hat. Das war ganz unangenehm. Was hat gewackelt? Die Plattform, auf der du standst, aber hat es gar nicht. Aber ich hatte nur so einen Schlenker im Kopf. Oh nein. Gut. Ah. Oh. Schade. Hier, jetzt bin ich in dem Wandsprung, in dem Schacht. So kann man sein. Ich bin Seitwärtshaltung jetzt. Das finde ich klasse für eine Seitwärtshaltung. Kann die ganz knapp reichen. Ne. Ach, fick doch die Hände ja, an die normal, Wand. Mit einem normalen Sprung würde es gehen. Du kannst auch einfach über den einfachen Weg. Ja, super. Oh, und was ist da hinten? Das ist noch ein ganz langer Schacht für ganz viele Wandsprünge. Links du? Hier? Und jetzt hier über dir. Da kommst du von da links. Also nicht sich vielleicht. Nee.
hol dir einfach mal den Stern. Was wir haben, haben wir. So, noch 9 Sterne. And counting. Und ist Bowser nicht, hat Bowser nicht auch noch einen seiner roten Münzies? Ja. Na, hier sind jetzt noch 6. Dann sind wir 117. Dann ist da noch einer in dem Kack-Level. Dann haben wir 118. Und dann müssen wir noch zwei. Dann noch einer. Dann ist 119 bei Bowser. Und dann muss noch irgendwo einer im Schloss sein. Wir müssen irgendein Schlossstern nicht haben. Moment. Jetzt noch 6. Ja. 117. Plus rote Regenbogen-Fucky 118. 118 plus Bowser 119. Fehlt uns einer im Schloss. Das ist ja scheiße. Google. Oder ist nicht. Nee, man kriegt von Bowser keinen Stern mehr. Was kann das sein? Fehlt uns noch irgendwo was? Da gibt es 2 in der Regenbogen. Vielleicht haben wir irgendwo einen scheiß Tod übersehen. Da hinten ist ein Stern. Das ist auch ein Stern. Okay, da hinten bei den Pyramiden kommt man zu den Pyramiden, ne? Darüber. Jetzt über die linke Plattform und dann kannst du da links oder rechts. Okay, fährt dann da irgendwas hin oder bestimmt. Was? Bestimmt. Okay. Es ist auch schon wieder keine große Welt. Und wo hast du gerade gesagt, da ist ein Stern? Da links. Da hinten. Ah ja. Aber wahrscheinlich soll ich jetzt erstmal nach rechts, weil da geht die Rainbow Road. Nee, weiter. Geh doch mal nach links. Aber dann mach ja nicht, was das Spiel von mir will. Das ist Open World, Mann. Es ist schon irgendwie ein schönes Level, aber... Also ich fand das nie besonders scheiße. Ich fand es schwer, aber ich fand es immer irgendwie ganz cool. Das hat nicht wirklich viel gespielt. Du hast das, das Level nicht viel gespielt? Ja, weil man hat das Spiel irgendwie häufig angefangen, aber nicht häufig beendet. Ja, das stimmt. Like the pendulum da, swings. Da hast du geilen Grip drauf. Und, das ist ein bisschen wie so ein Bowser-Level hier. Ja. Das sind auch dieselben Assets. Geiles Wort. Der bewegt sich. Geiles was? Wort. Assets? Ja. Wie Säure. Im Plural. Ja. Da ist Stern mit Stern, so näher mal hochgucken. Ja. Da musst du den anderen Stern hier von weitem gesehen haben. Oh, das ist super rutschig wie in dem Schiffswrack. Gut gemacht. Oh, der 100 Stern ist so furchtbar hier. Du musst hier einfach überall lang. Hier und den auch noch Backtracking machen. Für Mother Brain. Der Anfang ist noch ganz schmuck. Aber komisch, dass das Level über so einen blöden einfach so ein Schachtbegeber ist und dass sie nicht so ein geiles buntes Regenbogenbild noch gemalt haben. Ja, aber man fährt halt fährt von oben dahin. In die Welt. Ah. Aber man fährt, glaube ich, immer von oben in die Welt, auch bei den Bildern. Ja, stimmt. Ich habe auf den Peppich, wie ein Rugrat. Nicht schlecht, Rugrat. Ja. Ach, deswegen heißen die so, das kleine Krabbelkinder. Das ist ein. Das ist ein Teppichraten. Einfach ein Wort von. Also, so werden Krabbelkinder oder Babys oder ja, Kleinkinder genannt. Nur englischsprachige Menschen kommen mit Kleinkinder Krabbelratten zu Welt. Ja, das stimmt. Soll ich nochmal nach links gehen? Ja, ne? Okay. Du bist doch ganz viel Bier, ne? Ja. Aber ist ja kalt. Ist ja kalt. Ja, ich mag, wie du denkst. Ein dicker Style. Was ist eigentlich hier? Ist das Depot, ist die nur, wenn du runterfällst und wieder hochkommst, oder ist hier unten noch was? Halb nur hier. Ja, wahrscheinlich. Das wollen wir, dass sie existiert. Ja, okay. Entschuldigung, das wollten wir nicht mehr tun, haben wir versprochen vor 4 Jahren. Oder 5 wahrscheinlich. Kacke, das war super dumm. Bist du gestorben? Richtig dumm.
warst zu lange auf der Schräge, wo ich mich gefragt habe, ob die Pole nur dafür da ist. Und dann war die zu schräg und ich bin runtergerutscht. Ich habe mein eigenes Verderben 12 Sterne, das sieht richtig gut aus. Bereitet. Mit meiner Zögerlichkeit. Soll ich einfach durchheizen? Mhm. Wenn du vorne gestanden hättest, wäre es egal. Ich freue mich schon darauf, wenn du das gleich ausprobierst und stirbst. Dadurch. Das kommt ja auch darauf an, wann du den Teppich betrittst. Willst du jetzt die andere Seite machen? Ja. Hätte ich auch gemacht an deiner Stelle. Da käme ich aus, da finde ich wie zu Hause. Genau. Das schmeckt ganz gut. Süffig Milch. Das ist angenehm zu trinken. Lecker. Ach. Neckermann. Neckermann macht's möglich. Ja, ist das der Claim von dir gewesen? Ja. Du musst gleich mal ein bisschen aufpassen, dass ich nicht versehentlich einfach hier genau denselben Weg laufe. Rainbow Road hat 146 Münzen. Ja. Oh, richtig viele. Guck mal, jetzt bin ich wieder auf dem Käse. Ach, guck mal, hier bin ich eben hoch, ne? Ja. Und jetzt gehe ich nicht hier hoch. Nee. Weil ich glaube, da gab es auch zwei Wege. Oh, das ist ja... Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich rutsche. Ich dachte, ich habe genug Momente, um zu laufen. Scheiße, El Pacino. Hilf mir. Ich glaube, ich muss ja demnächst mein Handyverbot aussprechen. It's pretty easy to get all the coins, just don't fall. Most trouble. Hör auf, das zu lesen und konzentriere dich auf den Moment. Das sind die wunderbarsten letzten Videos von Super Mario 64. Und du pointest keine Interest. I point the interest into everything. Ja, aber at the same time. At the same time, my interest is diverse. Also, warum stehst du nicht da vorne auf dem Teppich mal? Ich glaube, bau da einen Teppich. Ich hab schon gesagt, ich will sehen, wie du bei dem Versuch verreckst. Scheiterst. Oh, Paul. Ich wusste irgendwie, dass das passiert. Ich wusste es während des Sprungs und zu dem Zeitpunkt hätte ich es noch verhindern können. Also, irgendein Teil von mir wollte es nicht verhindern. Mach mal hier Save Point. Warum denn? Damit wir nicht durch den ganzen Schlussgarten wieder eiern müssen. Oh ne, dann muss man jetzt immer wieder laden, dann eier ich lieber einen durch den Schlussgarten. Warum? Ja, warum denn nicht? Es ist auch nicht so schön. Der Schlussgarten ist wunderschön. Das dauert halt länger. Oh, es könnte knapp werden. Uiuiui. Ja, hier muss echt schwindelfrei sein. Muss er? Has to be Heinz. Wie bitte? It has to be Heinz. Heinz? Ja, kennst du das nicht mehr? Das klebte an. Ich glaube, Kühlschrank. In meiner. Vorletzten Wohnung, also vorvorletzten, also jetzt, ne? Du weißt schon welche. Der vorletzten. ne, kommt mir nicht bekannt vor. Ist das erst ganz am Ende aufgehängt? Noch nicht ganz am Anfang. Okay. Du hast ein Flugzeug mitgenommen. Ich hab ein Flugzeug mitgenommen. Ich hab jetzt aus dem Flugzeug mitgenommen. Da war Werbung für Heinz Ketchup. Das schon has to be Heinz. Ach so, auch in dem Claim. Das fand ich irgendwie lustig. In dem Schriftzug, mein ich. Ja. Heide mit Weile. Was ist jetzt passiert? Wie? Was? Hallo? Mir gefällt, dass du nochmal unten abgegrast hast, um zu gucken, ob da was Lohnendes ist. Ja, du hast es bis dahin eigentlich ganz gut gemacht. Du hast auch noch so selbst herrlich kommentiert. Hä? Was hab ich gesagt? Eile mit Weile. Das war nicht besonders selbst herrlich. Wirklich nicht. Ach, die hören auf! Ja. Also, das und zwar ist relativ schnell, so dass man die Abkürzung eigentlich fast braucht. Ich glaube auch gar nicht, dass es eine Abkürzung ist. Das ist the only way. Trust me, Cage, it's the only way. Shit. Oh.
Aber ich bin auch immer so weit an der Seite aus irgendwelchen Gründen, ganz plötzlich. Nee, weil die Pyramiden nicht wegnudeln. Nee, ich bin auch immer so knapp, wenn ich direkt von der letzten direkt abspringen könnte, wenn ich da besser positioniert wäre, dann wäre es alles easy peasy Master Jeezy. Das wäre ein knappes Kistchen. Master Cage? Wer ist ein Master Cage? Habe ich wirklich nicht gesagt. Wie hast du dann gesagt? Trust me, Cage, it's the only way. Cage? Cage. Luke Cage? Nein. Hast du das gesehen? Nein. Hm? Ich dachte, du wärst voll into diese ganze Scheiße. Nee. Hast du irgendwas davon gesehen? Jessica Jones? Warum hast du danach keinen Bock gehabt, Luke Cage und dann noch die andere dritte und dann noch die Mashup-Serie zu gucken? Ich habe ungefähr eine Dreiviertelstaffel Daredevil geguckt, fand es auch gut, aber bin irgendwie trotzdem ausgestiegen, ohne Grund. Habe ich auch die zweite nicht gesehen. Luke Cage kommt ja als Charakter schon in Jessica Jones vor, da fand ich ihn schon nicht so wahnsinnig geil. Iron Fist soll richtig scheiße sein. Und was ist denn die Mashup-Serie, wo alle sind? Warte, ich komme gleich drauf, nicht Justice League. Oh, Defenders. Defenders. Das klingt wie ein Name von der Sitcom so. Wir sind Defenders. Oh Gott. Oh. Nicht so schlecht. Vielleicht ist die Abkürzung mein Fehler. Ah, okay, ich weiß, wie es macht. Mit einem Seitwärtssprung, ja, natürlich. Von der Plattform da. Mhm. Okay. Was hab ich? Tom's favorite move in the universe. Ein ganzes Spiel, weil er nicht gut ist. Shit! Was hasse ich? Du hast ein ganzes Spiel, weil der Seitwärtsmove nicht gut ist. Deswegen hasse ich nicht das ganze Spiel. Ich hasse das Spiel auch gar nicht. Ich finde es halt aber nur ein Mittel. Hm? Ja. Bam! That's a bam! Bist du schon durch? I don't know. I have a look at the time. Ja. Oh, einen kann ich vielleicht noch. Mm-mm. Meinst du nicht? Obwohl, ich muss dann auch noch mal Pipi. Ja, geh doch. Willst du jetzt schon mal Pipi machen? Ne, musst du auch nicht. Kannst du alleine sein? Ja, ich vielleicht will ich mal ein bisschen mit unseren Fans. Nicht kann. Ne, ich bin oft genug mit unseren Fans allein. Bald kommt ein ich so viel kann ich verraten, ein Punk allein zu Hause Kracher, der sich gewaschen hat. Wie so ein Römer. Im Badehaus. In der Nähe seines Aquädukts. Ja, muss ich doch in der Nähe des Aquädukts muss ich schon sein, nur nicht in der Nähe der Quelle des Aquädukts, dafür ist das Aquädukt ja da. Um in der Nähe um der nicht Quelle in der Nähe sein zu müssen. Der Quelle. Ja. Bestätigst du mich? Ja. Genau. Jetzt wollte ich nochmal schnell den ersten Stern. Ja. Das ist natürlich der leichteste, bekannterweise. Was ist denn das? Achso, ich dachte, es wäre so, ich dachte, es wäre rund und das würde irgendwas passieren, wenn man dort durchspringt. Eine Münze da, so eine Münze. Lili Oriana, das ist alles mit Digitaltasten. Ja, das ist wirklich ein bisschen abgefahren. Anstatt, dass sie sich mal für 13,96 Euro so einen Controller gekauft haben mit Sticks. Ja. Einfach ein USB-Controller. Guck mal, hier muss man rauf, sonst verschwindet der Teppich, weil man zu lange nicht da war. Soll ich da rüber? Nein, ich gehe jetzt einfach hier. Links oder rechts? Ja, das ist jetzt genau die Frage. Was findest beides du attraktive? Also links. Rechts ist so eine komische Glassäule, die niemand verstehen kann. Solche Glassäulen gefallen mir am allerwenigsten. Die keiner verstehen kann. Oh, was ist das? Kannst du in die Stange? Hier oben ist ein Leben. Da geht es direkt zum Schiff. Das ist hüpfen, glaube ich. Scheiße. Bin ich. Also, nein! Wirklich? Mhm. Scheiße. Ich bin ja blind. Was hab ich drauf? Okay, ich versuch dich irgendwo gut hin. Oder meinst du, ich schaff das noch? Aber versuch mal. Also es kommt doch an, wir können durchaus zulassen, dass dieses Video in 24 Minuten 56 lang ist. Das können wir zulassen, ja, das stimmt. Aber es ist versenkt. Der Teppich und ich sind gute Freunde. Er ist wie der Teppich in Aladdin. Mochtest du Aladdin? Nicht so sehr. Nein? Weshalb? Du bist Setting, war nicht meins.
Arabisch. Ich fand König der Löwen und Ariel besser. Ariel? Ich habe Ariel, glaube ich, nur einmal gesehen. Ariel war der erste Kinofilm, den ich gesehen habe. Wirklich? Mhm. Meiner war Aladdin. 89. Das 92. Nächste Jahr kam Aladdin. Nein, Aladdin kam 90 oder ne? 91 oder 92. Notorious. Und was war dazwischen? Zwischen, ich glaube, die Schöne und das Biest, oder ja, war das nach? Das war doch nach Aladdin. Also ich habe im Kino gesehen. 94. Ariel, Aladdin, die Schöne und das Biest und der König der Löwen. König der Löwen war safe 94. Letzte. Und 95 war Pocahontas. Den habe ich nämlich nicht mehr gesehen. Das war der erste, den ich nicht mehr gesehen habe. Ja, den habe ich auch, den habe ich bis heute nicht gesehen. Fand ich uninteressant. Fand ich auch. Und dann kam der Glöckner von Notre Dame. Habe ich auch nicht gesehen. Ja, die Schöne und das Biest kam, glaube ich, zwischen Aladdin und König der Löwen. Der war, glaube ich, 93. Aber was kam denn zwischen Ariel und Aladdin? Das ist eine Frage. Bist du dir sicher mit 89? Nein, könnte auch 90 sein. Ich dachte schon, es wäre 89. Und dann wäre ich 5 gewesen, als ich zuerst mal im Kino war. Das könnte hinkommen. Nicht drüber? Fick dich doch, du Leben, mir doch egal, was du da willst. Aber jetzt ist auch noch die, sind auch noch die Ruder am Paddeln. Aber die können, können wir no harm machen. Wie sind die denn da? Ja, damit man eine Erklärung hat, dass das Schiff fliegen kann. Soll das Bowser sein? Was ist denn das für ein Move? Achtung, spitz. Ja. Boah, war das cool. Da, weißt du, was mein literally Gedanke war? Ja. Wenn du jetzt nicht ruhig bleibst, bist du verloren. Geilo. Hast du die gleich den Stern holen? Ja, guck vielleicht mal, was hier geht. Da ist Bobby Bombenberg. Wofür ist der denn da? Mit dem Sturm? Kann er nicht überhaupt irgendwo hinschießen? Every night in my dreams. Okay, guck mal, bitte sehr. Ich übergebe. Das Zepter. Super. Und da vorne ist noch ein Ding gewesen, was ist aus? Dann kann ich hier mit Pischern. Ich mach aus, du kannst Pischern, wir gucken noch. Wir gucken erst im nächsten Video, wie die nächste Mission heißt. Ich glaube nämlich, ich habe die richtige. Genau, das war die richtige. Cruiser Crossing the Rainbow. Bis zum nächsten Mal mit 114 Sternen in der Tasche.